Juhui, die Wahlunterlagen sind gekommen. Am besten gerade ausfüllen. Also, was haben wir da? Zuerst vorsichtig aufreißen, dass man es später wieder zukleben kann. Dann mal alles rausnehmen. Der Stimmrechtsausweis ist wichtig, den muss man nämlich genau da unterschreiben. Und nachher muss das beim Zurückschicken in das Feld hier. Da kommt die Erneuerungswahl vom Stadtrat Winterthur. Klar, was wir da reinschreiben. Mark, Weckerlin, Piraten. Stadtpräsidium könnte man frei lassen. Man kann sonst jemanden reinschreiben, den man oben hat. Man kann, obwohl ich nicht explizit dafür kandidiere, natürlich auch meinen Namen da reinschreiben, wie der Mark Weckerlin, Piraten. So. Dann kommt die Erneuerungswahl vom Stadtamann. Diese Ämter werden normalerweise von den Parteien vergeben. Da tun wir miteinander diskutieren und schauen, wer Anspruch hat aufgrund der letzten Wahl. Das kann man so abgeben. Das sind Wahlunterlagen. Da kann man sich jetzt eine Liste aussuchen. Und zwar, wenn man Piraten wählen will, ist das die Liste 10. Also, wo ist die Liste 10? Da ist die Liste 10. Nehmen wir die raus. Nochmal schnell kontrollieren. Liste 10, Piratenpartei. Wunderbar. Am besten tut man das wieder fort und das ohne Änderung einschicken. Das ist das Kuvert, da kommen die Dokumente rein, die Abstimmungszettel, die Wahlzettel. Dann das sind Informationen. Das ist jetzt das Planungs- und Baugesetz vom Kanton. Das ermöglicht den Gemeinden, dass sie dürfen die Zone haben, wo man erneuerbare Energien speziell nutzt. Es ist eine Möglichkeit, die Gemeinden nutzen können, die sie aber nicht nutzen müssen. Ich denke, das ist sinnvoll. Da sage ich ja. Dann haben wir die eidgenössischen Vorlagen. Das ist das Dokument dazu. Ich habe das schon gelesen. Ich weiss, was ich will. Finanzierung und für den Ausbau der Eisenbahnstruktur finde ich sinnvoll. Wir brauchen einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Dann Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache, ist natürlich Kappis. Da gibt es ein Nein. Ebenso wie bei der Masseneinwanderung ein klares Nein. So. Jetzt habe ich meine Stimmzettel alle ausgefüllt und meine Wahlzettel ausgewählt. Jetzt tue ich das zusammen. Wichtig, der Gemeinderatszettel und der Stadtratszettel. Dann den Wahlzettel kann man auch dazulegen und Abstimmungssachen. Alles zusammen kommt in das graue Kuvert mit den Löchern. So. Voilà. Gut zukleben. So. Jetzt muss ich das noch unterschreiben, da, den Stimmrechtsausweis. Da, wo steht Unterschrift des der Stimmberechtigten. Eigenhändig natürlich. Jetzt muss ich schauen, dass er mit dem Sichtfeld, mit nicht frankieren und Stadtverwaltung im Kuvert ist. Das heisst, er steht auf dem Kopf. Also. Und das Dokument muss ich vorne reinlegen. Die zwei Sachen und sonst nichts muss ich in dem Umschlag sein, wenn ich es zurückschicke. Und ich das schön zukleben. Letzte Kontrolle, alles in Ordnung. So geht es jetzt in den gelben Briefkasten. Und wieder etwas erledigt.